Hallo, ich bin Daniel von Tablet.de und das ist das Xperia Miro auf dem Sony-Stand auf der IFA 2012. Und man sieht, es ist ein Smartphone, das relativ gut in der Hand liegt. Das hat ein 3,5 Zoll Display mit einer Auflösung von 800x480 Pixel, nehme ich an. Also eine sehr, sehr ordentliche Auflösung für diese Größe. Es läuft auf Android Ice Cream Sandwich, das heißt, ihr habt hier eine aktuelle Version von Android und könnt die ganzen Apps, wie zum Beispiel Chrome, wobei ich finde, dass es der beste Browser, mobile Browser der Welt ist, nutzen. Es läuft relativ flüssig. Woran liegt es? Wir haben hier einen 800 MHz Qualcomm-Prozessor installiert und der arbeitet ziemlich flott. Ich nehme an, hier sind noch 512 MB Arbeitsspeicher. Das Ding rennt also ziemlich gut. Was kann ich euch noch dazu sagen? Ich habe gerade Blödsinn erzählt. Die Displayauflösung ist nur 320x480 Pixel. Aber das Display sieht trotzdem auch gut aus. Auch von allen Seiten gut ablesbar. Die Farben sind knackig. Was erwartet man mehr für ein günstiges, in einem günstigen Handy? Es wiegt nur 110 Gramm. Ist etwa 1 cm dick. Also nicht allzu dick. Fühlt sich in der Hand wirklich gut an. Wir gehen einmal um das Gerät herum. Wir haben hier eine Frontkamera, eine LED für Nachrichten, falls ihr Anrufe verpasst oder sowas. Dann hier unten die drei typischen Android-Buttons und auf der rechten Seite haben wir den Lautstärkeregler, oben den Kopfhörerausgang, Power-Button und auf der linken Seite haben wir keine Anschlüsse. Hinten haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, man kann damit VGA-Videos aufnehmen. Also für Fotos sollte sie ziemlich gut geeignet sein. Ein LED-Blitz und ein Lautsprecher. 4 GB Speicher sind intern. Ihr könnt ihn aber, soweit ich weiß, erweitern mit einer MicroSD-Karte. Und was soll das Ganze kosten? Wird 219 Euro kosten. Beim Launch wird aber ziemlich schnell, denke ich mal, auf 200 Euro runtergehen. Ihr haltet hier also ein ziemlich günstiges Smartphone. Und das Ganze erhältlich in zwei Farben. Wir haben hier einmal schwarz und einmal weiß. Sieht sehr, sehr edel aus, mattiert und ja, sieht auf jeden Fall keine Fingerabdrücke an. Sieht sehr, sehr ordentlich aus. Ein gutes Smartphone für um die 200 Euro. Ja, das ist also das Sony Xperia Miro von der IFA 2012. Ich bin Daniel von Tablet.de. Vielen Dank fürs Zusehen.